Es ist eine Reise, die voller Wendungen, Drehungen, Umwege und Hindernisse ist. Der Weg zum Reichtum ist voller Fallen und Gefahren und das ist genau der Grund, warum die meisten Menschen ihn nicht gehen. Sie wollen mit dem ganzen Ärger, den Kopfschmerzen und vor allen Dingen der Verantwortung nichts zu tun haben. Kurz gesagt, sie wollen die Probleme nicht haben. Darin liegt einer der größten Unterschiede zwischen reichen und armen Menschen. Reiche und erfolgreiche Menschen beherrschen ihre Probleme, während arme, erfolglose Menschen von ihren Problemen beherrscht werden. Arme Menschen werden fast alles tun, um Probleme zu vermeiden. Sie sehen eine Herausforderung und laufen davon. Das Geheimnis des Erfolges ist, dass sie nicht versuchen, vor ihren Problemen wegzulaufen oder sie zu vermeiden oder sie loszuwerden oder vor ihnen zurückzuweichen. Das Geheimnis besteht darin, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen, sodass sie am Ende jedes mögliche Problem beherrschen. Machen Sie sich klar, dass Probleme niemals einfach verschwinden, egal ob sie reich oder arm sind, sie sich groß oder klein darstellen. Solange Sie atmen, werden Sie immer sogenannte Probleme und Hindernisse zu bewältigen haben. Lassen Sie mich die Ausführungen zu diesem Punkt kurz und schmerzlos machen. Die Größe des Problems steht niemals zur Debatte. Worauf es ankommt, ist Ihre innere Größe. Das tut vielleicht weh, doch wenn Sie bereit sind, zur nächsten Stufe des Erfolgs aufzusteigen, dann müssen Sie sich darüber bewusst werden, was wirklich in Ihrem Leben geschieht. Wenn Sie ein großes Problem in Ihrem Leben haben, dann bedeutet das einfach nur, dass Sie nicht groß genug sind. Lassen Sie sich vom äußeren Erscheinungsbild nicht täuschen. Ihre äußere Welt ist lediglich eine Widerspiegelung Ihrer inneren Welt. Wenn Sie eine dauerhafte Änderung erreichen wollen, hören Sie auf, sich auf die Größe Ihrer Probleme zu konzentrieren und fangen Sie an, sich auf die Größe Ihres Selbst zu konzentrieren. Je größer die Probleme sind, mit denen Sie fertig werden können, umso größere Geschäfte können Sie tätigen.